Muss er dafür bei euch sein? Nein. Dann nicht. Nein. Hilft mir. Diese Linie ist alles, was den Geist von eurem Leib fernhält. Hilft mir. Nicht euch von ihm. Ich bin unschuldig. Gut, ich beginne. Und, ja. Ich bin Sulamin. Unschuldig, ich habe nichts getan. Sulamin kramt ihr Räucherwerk hervor und fängt an, die Kammer mit diesem Raya-geweihten Weihrauch einzunebeln. So wie es Midas vorgeschlagen hat. Und versucht nicht auf, das Flehen der falschen Schlange zu hören. Oder... Sollten wir sie nicht zumindest anhören? Er hat gerade Bruder gesagt. Alter. Sie sprach von ihrem Bruder. Das ist sehr offensichtlich. Bruder, hab Mitleid. Ja, ich würde tatsächlich jetzt die richtige Eleonora nach draußen begleiten, weil der geht's offensichtlich ja noch nicht gut. Und aus und dem Schutzkreis. Nein. Wenn, ja, das, wenn Frage, das durch ne? ist. Nein, wenn das Ritual durch ist. Ach so, okay. Das, die Liturgie braucht 5 Minuten in etwa. Okay. Keine Sorge, Geister sind aus dem Gebiet eine Woche gebannt. Ja, das ist gut, aber ich glaube, jetzt müssen wir vielleicht doch über Erschwernisse reden. Ja, ist jetzt der Splitter wieder in der Kiste? Also wenn Rafim ihn da jetzt reintut, dann könnt ihr den Splitter in die Koshbasalt-Kiste tun, ja. Ja, dann mach ich das natürlich. Dann, Notlage. Ja. Okay. Gebe ich dir. Das ist die -3. Göttlicher Auftrag. Das ist jetzt die Frage. Du möchtest Dimiona zu Boron schicken. Ja. Kriegst du nicht, nein. Okay. Ja. Aber es greift ordnend ins Weltgeschehen ein, weil du einen Geist zu den Toten schickst. Den kriegst du, ja. Okay. Geweihter Boden sicher nicht. Eher noch vielleicht Erschwernisse anderer Welt im Limbus, dämonisch durchdrungenes Territorium, irgend sowas? Plus 5. Okay. Dann bin ich bei einer 2er Erschwernis. Es ist nicht der Monat Raya. Dann ordnend ins Weltgeschehen, das ist die -2, damit hebt sich das Ganze wieder auf. Und dann wirkt sich quasi nur noch die Grad 3 Liturgie mit einer 4er Erschwernis aus. Dann Würfel. Mit Beta könntest du Travigor nehmen, aber das ist kein Geweihter. Du bist ein Akolut, ne? Nee, nicht mal das. Oh. War das nicht alle Gänseritter Akoluten? Nö. Das ist nicht irgendwie Kirchenorden? So. Und es kommen natürlich noch 3 Punkte drauf, wegen Nähe zur Gottheit. Gut. Dann kannst du sie wieder hören. Sie zieht sich allerdings auch aus deinem Geist zurück. Dieses Kratzen lässt nach. Und dieses Bruder, oh Bruder, hilf mir, wird leiser. Und dann könnt ihr tatsächlich schwingen von einem großen, gewaltigen Vogel hören. Ja, also wie gesagt, es ist mittlerweile alles voll mit diesen Weihrauchdämpfen und Sulamin kniet inmitten von dem Kreis und bittet Raya: Geliebte Herren, bitte hilf mir, bitte deinen Bruder Boron, diese Seele, die Seele der Dimiona von Zorgern, die so viel Leid über die Welt gebracht hat, zu sich zu nehmen. Ich wünsche ihr, dass sie dort ankommen möge. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen wird, aber ich versuche, meinen Groll zu überwinden und ihr alles Gute im Jenseits zu wünschen. Du hast doch dieses Gefühl, die anderen können das hören, aber du siehst es fast, du schmeckst es fast. Das ist dieser Rabe, der die Seele greift, so wie man es sich immer vorstellt, und
dann siehst du, wie ein gewaltiger, fleischiger Tentakel mit zahlreichen Dornen bewehrt aus dem Boden hervorbricht und versucht, nach diesem Raben oder dieser Seele zu greifen. Der Rabe weicht wohl aus, verteilt einige Rosen, Blüten, Blätter, die er zurücklässt, und der fleischige Tentakel peitscht in die Luft. Und dann ist da das Nirgend mehr, was sich schwarz unter dir ausbreitet. Und du bist alleine. Du machst die Augen wieder auf und merkst nur noch diesen Gestank, wenn du dann in diesem Schutzkreis stehst. Du siehst, wie Abel mir langsam aus dem Paralys erwacht und Boltax noch einige geodische, druidische Sachen murmelt, wohl auch zu Sumu betet oder so etwas, und Serpentilio dich besorgt anblickt. Dann öffnet Sulamin die Augen und schaut Serpentilio an. Borons Gnade ist groß. Ich glaube tatsächlich, dass sie es geschafft haben könnte. Tatsächlich. Werdet ihr... Lasst uns darüber zu einem anderen Tag sprechen. Geht es euch gut, Kapitänja? Ich denke, ja. Wir haben es geschafft. Sie hat es geschafft, aber sie kommt nicht wieder. Hoffe ich doch. Nein, sie kommt nicht wieder. Ganz sicher. Hab Dank, ihr Helden, dass ihr mir meine Seerose wiedergebracht habt. Die Seele von meiner Schwester war schon verloren. Ich hätte sie schon vor vielen Jahren umbringen sollen, so wie ich es auch getan habe, aber dann ja nicht. Dass sie jetzt gestorben ist und dass ihre Seele nicht mehr herumspuckt ist. Zumindest hat die Erzdämonin sie nicht bekommen. Ein Teilsieg. Und ihr habt mir meine Frau wiedergebracht, wenn ich Boltax glauben darf. So ist es. Sie ist noch etwas schwach, aber ich glaube, ich möchte sie jetzt in eure Arme übergeben. Komm zu mir, Eleonora. Arkos. Oh, Arkos. Und so könnt ihr sehen, wie Arkos und Eleonora durch verschlungene Pfade den Weg nach oben antreten und euch alleine in der Höhle zurücklassen. Bevor ihr aufbrecht, ich hätte noch einen Gefallen, um den ich bitten dürfte. Deutlich wert. Ach so, ja, Rafim. Darf ich mich den Truppen anschließen, die diese ganzen Verkiner hier aus dem Palast vertreiben? Verkiner, ja, selbstverständlich. Seid ihr bereits ein Rosenritter? Aber mir bin ich ein Rosenritter. Was? Ich schaue etwas gierig auf diese Kiste, bevor ich Rafims Anrede verstehe. Was? Rosenritter? Nein, seid ihr nicht. Er ist mein Ritter. Ich weiß nicht, ob das zählt. Zählt das? Wenn ihr mögt, dann ich werde euch zu einem der Rosenritter erwählen. Ja, wunderbar. Vielleicht lässt sich das Ganze ja friedlich machen. Vielleicht kann Leonore eine Ansprache halten und dann können diese Verkiner wieder friedlich in ihre Berge ziehen oder wo auch immer die herkommen. Wir möchte eine Überreden einschüchtern Probe auf ihn würfeln, damit er schlau ist. Ja, dann mach das. Fabigo, wir können dankbar sein, wenn keine Mannwitter unter ihnen sind. Selbstbeherrschungsprobe. Ne, Doppel-1 ist immer drin. Ja, richtig. Doppel-20 auch, das ist ja das Schöne. Vielleicht sind die Götter auf deiner Seite. Boah, das ist eine gute Probe. Er schafft es trotzdem nicht. Knapp. Du siehst so, wie die Beine von Travigor so ein bisschen zittern, aber er bleibt standhaft und versucht sich so ein bisschen das Kinn entgegenzurecken. Ein weiterer Blick von dir und dann weicht das. Ich hab nichts gesagt, Rafim. Aber ihr habt, bitte, sie sollten im Garten bleiben. Macht das unauffällig, sodass die anderen der Gardisten es nicht mitbekommen. Bitte, sorgt dafür. Es soll keine Unruhe im Inneren des Palastes geben, der darüber hinausgeht. Vor allem möchte ich nicht, dass die letzten paar Jahre von Demione oder meiner Frau oder von Eleonora, dass
dass all dies angezweifelt wird und die Rechtmäßigkeit von Eleonora in Frage gestellt wird, klärt es so, dass es unter uns bleibt. Nehmt meine Wachen und eure, wenn ihr mögt, und dann sorgt dafür, dass diese Wachen zum Sieg führen. Sorgt dafür, dass diese Grotte vernichtet wird. Was machen wir? Ich sag mal mit zitternden Finger auf den Splitter, die Kiste. Was machen wir mit Xamonots Erbe? Ihn nicht anfassen. Wir können ihn nicht hier stehen lassen. Ich hatte bereits verschiedene Briefkontakte. Eleonora wollte diese Kontakte wohl nicht weiter pflegen, aber ich habe es trotzdem getan. Wir sollten sie zu Kadan Horas bringen. Ins Horasreich. Wen habt ihr als Boten vorgesehen? Die Rosenritter. Ich kann ihnen vertrauen. Oh. Und wie gut, dass ihr gerade einen neuen ernannt habt. Natürlich. Ja, aber mir willst du dich mir uns vielleicht anschließen? Oh, ihr wollt auch ein Rosenritter werden? Nein, ich glaube, das wäre keine gute Idee. Nein. Möchte jetzt jemand mitkommen und mit mir die Verkina aufreiben, oder wollt ihr alle hier dumm rumstehen und fragend in die Gegend schauen? Naja, ich soll doch diese Grotte vernichten. Ja, gute Ausrede, Boltax, aber mir. Ja, Blut. Blut ist gut. Blut ist gut. Ja. Ich denke, wir werden tun, was getan werden muss. Ich glaube, ich werde auch begleiten und vielleicht kann ich das Schlimmste verhindern. Ja, wie man so schön sagt, man kann auch das Grausame mit dem Schönen verbinden. Töten wir sie alle. Oh. Fragt in Abelmirs Richtung, aber nicke enthusiastisch. Die guten DM. Wahrlich, Jalsikor war mit uns. Der Drache der Freundschaft. Was? Drachen und Freundschaft? Pah! Das ist ja der größte Murks, den ich je gehört habe. Ja, Boltax, jetzt ist nicht Zeit für Drachengeschichten. Jetzt ist Zeit, die Grotte zu vernichten. Ja, du hast recht. Ich hab nichts gesagt. Ich würde mir die Grotte noch einmal besehen. Wo sind denn... Also, ich würde gerne noch mal eine Bergbauprobe hier würfeln, um zu gucken, wo die besonders instabil ist. Und dann würde ich einmal im Kreis wirken, um die Grotte einstürzen zu lassen. Oh yeah. Den hatten wir schon mal auf Maraskan. Genau. Aber ich möchte natürlich die Integrität des Palastes oben möglichst wenig beschädigen. Wenn was kaputt geht, geht was kaputt. Ah, Spiegel zerbrechen, das ist nun mal einfach so. Spiegelpalast, halt, die haben viele. Genau, deshalb die vorbereitende Bergbauprobe. Ja, finde ich gut. Mach jetzt... Hälfte der Punkte gibt es eine Erleichterung auf den Malmkreis. Okay, immerhin 2 Punkte Erleichterung. Ja, ist egal. Du hast da einen Schildpunkt, oder? Kannst du ausgeben. Ja, aber Punkt. Für den Malmkreis war das Kacke. Nein, für die Bergbauprobe. Ah, ist ein geiler Malmkreis. Du traust dich wieder nicht. Nein, die Bergbauprobe hätte geschippied werden müssen. Na gut, komm. Liegt. Na gut, okay, alles klar. Du Hasenfuß. Ja. Und wie? Während sich alle nach und nach dann aus der Grotte entfernen und nur noch du zurückbleibst, prüfen die Stalaktiten die an, dann guckst die wie Lusttropfen dort von der Decke, wie gesagt, herunterhängen und dich gierig anstarren, den fleischigen Boden. Kannst du alles mit deinem malenden Zerknirschen und Verschieben im Boden versinken lassen? Dann Rafim, beschreib doch mal, was du so tust. Warte, darf ich noch kurz davor? Und zwar im Hinausgehen lege ich Travigor die tätowierte Hand auf die Schulter. Ihr seid eine reine Seele, Travigor. Aber er hat heute noch kein Blut gehabt. Das muss ich nicht verstehen, oder? Chorgeweihte, sie sind... speziell. Was sie meint ist, dass man keinen Halttrank braut, ohne vorher ein paar Echsen zu zerstoßen. Ich verstehe. Es ist das kleinere Übel. Denke ich. Ja. Solange er auf das richtige Ziel geht. Kommt, wir sollten ihm helfen.
Dann nach Boltax machen wir mit Rafim weiter. Rafim. Ja, sobald Arkoschar mir seine Männer und Frauen, ich nehme an, sogar hauptsächlich Frauen zur Verfügung gestellt hat, lächerlich die Kameraden und Kameradinnen einmal an. Ihr wisst sicher, was heute unser Auftrag ist. Wir vertreiben das verdammte Verkina-Pack aus eurem wunderschönen Palast. Macht mir und den anderen Rosenrittern keine Schande, oder ihr werdet mich mehr fürchten, als ihr sie fürchtet. Bringt ihnen allen ein Ende. Und mit diesen Worten würde ich als erster vormarschieren. Serpentilio, was möchtest du tun? Nichts, tatsächlich. Mich in zu der Nähe behalten, ab und zu besorgt in ihre Richtung schauen. Nur für den Fall, dass irgendetwas schiefgegangen ist und Demirons Geist doch noch zurückkommt. Und ansonsten erst einmal in Bereitschaft sein. Ich habe meine Arbeit getan. Und gut getan. Hast du die Glühlampe mitgenommen? Hat Boltax die? Wenn ja, nein, dann... Ich, ja. Okay. Ich habe die Öllampe. Ich habe nämlich schon gedacht, dass ihr die auf keinen Fall irgendwie rumstehen lassen würde. Nein. Dafür ist sie zu Boltax-fähig. Sie kommt von Nahema. Nein, dafür ist sie zu Boltax-fähig. Denn ich würde das Ding vermutlich vernichten. Oder einen Schruf reinbinden. Oder beides. Nö, ich stelle mir das in die Kabine und da kommt jetzt Öl rein. Boah. Gut, erinnere mich dran, nicht nachts reinzuschleichen und ein Aziteil reinzubeschwören. Alles klar. Beim nächsten Mal anzünden. Irgendwann explodiert das Schiff. Nein, irgendwann bin ich in Schwierigkeiten, wenn ich Boltax, reib an der Lampe! Aramir, was möchtest du tun? Ja, ich würde nach Rafims Aufforderung mich auch in den Kampf stürzen, zornig, in meinem Zorn verlieren, dass ich der Versuchung nicht widerstanden habe und die Verkinas Risse abschnitzeln. Niedermachen, wo ich sie treffe. Du streichst über deine rechte und deine linke Armschiene, das Endurium knistert ein bisschen, ein paar blaue Blitze, die aufsteigen und dann sprintest du los. Travigor, was möchtest du tun? Ich bin am überlegen, ob ich da mitmache, also mitmachen will ich garantiert nicht, ob ich da... Nee, ich glaube, ich halte mich davon fern, bleib auch bei Zulamin. Ich glaube, Zulamin würde mit Serpentilio und Travigor sozusagen den Zugang zum Garten zuhalten. Das heißt, wir sind indirekt mitschuldig, aber wir kümmern uns darum, dass das Gemetzel nicht bis in die Stadt dringt, so wie Arkos gesagt hat. Okay. Und so endet der Tag. Eine blutig rote Sonne, die am Firmament vergeht, langsam untergeht und den Rest des Tages in Schweigen hüllt. 3 Tage später könnt ihr erneut in den Palast gerufen werden. Vor euch sitzt eine entkräftete Eleonora. An ihrer Seite Arkoschar in seiner ganzen Pracht, nicht mehr als der Held aus der Taverne, aus der Kneipe, der von einem fehlgeglückten Antiopal-Kreuzzug zurückgekommen ist, sondern wieder als ja, der Sohn seiner Mutter, der Frau, der Mann seiner Frau. Und mit einem schelmischen Grinsen auf dem Gesicht, so wie ihr ihn vor langer Zeit habt kennengelernt, im 35-Tage-Krieg. Zahlreiche Wachen, die dort wieder postiert worden sind, die glücklich dreinsehen, erleichtert. Eine ganz andere Stimmung, die mittlerweile in diesem Palast wieder vorherrscht. Zahlreiche Spiegel, die wieder aufgestellt worden sind, die diesen Thronraum in Sonne fluten, obwohl er eigentlich selbstverständlich auch viele Fenster hat, aber so sehr hell, wie es hier drin ist. Eine wahre Freude, die zahlreichen Diamanten, das Gold, was hier blinkelt und funkelt. Und die Eleonora, die sich dann gemeinsam mit ihrem Mann von ihrem Thron erhebt und dann langsam auf euch herunterkommt, die Stufen des Throns heruntersteigt und dann euch um die Arme fällt. Oh, Maharani. Hab Dank. Ihr tut uns zu viel der Ehre an. Hab Dank. Ihr sollt heute nicht knien. Wir werden vor euch knien. Es tut gut, euch glücklich zu sehen. Und damit löst sich dann, nachdem sie euch einmal umarmt hat, von euch und neben ihr
und Arkos und Sybia gehen auch all die Diener und Wachen und all diejenigen, die gerade in diesem Palast sind, Visiere, auf ein Knie. Und Ravigotund ist auch. Keine Menschenkenntnisprobe würfeln, ob ich die Situation missverstehe. Ja, tue ich. Ich gehe auch auf ein Knie. Ich bin gebrechlich. Wenn ich mich jetzt hinknie, komme ich nicht mehr hoch. So, nein. Ja, ich winke begeistert allen Leuten zu. Ja. Ihr habt die Schleiertanz, die Schleierfallverschwörung aufgeklärt. Vielleicht mag es noch eine faulige Rose dort drüben geben. Sicherlich sogar. Aber ihr habt mir meinen Körper zurückgebracht, den ich vor so sehr langer Zeit verloren habe durch ein... Es war kein Unglück. Es war pure Bosheit. Aber ihr habt alles zum Guten gewandt und ich hoffe, dass dies das letzte Mal war, dass wir auf eure Hilfe zurückgreifen mussten. Und falls wir sie doch einmal benötigen, so wissen wir, dass wir uns auf euch verlassen können. Wir sind froh, euch zurückzuhaben, Maharani. Euer Land braucht euch und es liebt euch. Es ist gut, dass ihr wieder da seid. Ich werde noch mehr Kraft versuchen aufzubringen, um all die Geschehnisse, die ich oder die Demiona in meinem Körper, in meiner Stadt auf sich genommen hat. Ich werde alles daran tun, Aranien wieder zu der Pracht und der Blüte zurückzuführen, wie sie einstmals war. Vor diesem allen. Ohne der Stimmung einen Dämpfer aufsetzen zu wollen, steht Aranien vor einer gewissen Bedrohung, die mindestens genauso großes Ausmaß haben mag, wie die eurer nun endlich verschiedenen Anverwandten. Die Kapitania kann euch über das Ausmaß sicherlich besser unterrichten als ich. Nun, ich wollte eigentlich vorschlagen, dass ihr euch ein wenig Zeit für euch selbst nehmen solltet. Euch diese Zeit gönnen. Aber ja, er hat recht. Die eine Heptarchie ist gefallen, aber die schwimmende Heptarchie besteht fort. Und die Plagenbringer und ihre Flotte bewegt sich weiter nach Süden. Irgendwann wird sie auf Aranien treffen. Erst auf Janka vermutlich. Wir tun, was wir können, um zu verhindern, dass dies geschieht. Aber selbstverständlich sind wir für jede Unterstützung dankbar. Sie nickt. Wir werden gemeinsam die Häfen vorbereiten, mit all der Kraft, die wir aufbringen können. Jetzt... Zorgan hat langer Zeit nach Hilfe geschrien und hat sie bekommen. Nun soll sie Elberum bekommen. Elberum und selbstverständlich Janka. Wie meint ihr? Die Hilfe. Ihr habt sie verdient. Wir werden nicht tatenlos darauf warten, dass Padigan mit seinen Horden Fluten bringt, sondern nun, wir werden die Häfen verstärken und uns so gut wie möglich darauf vorbereiten, was da kommt. Die Flotte von Zorgern ist nicht groß, aber wir werden sie in eure Dienste stellen, wenn ihr denn mögt. Wie auch sämtliche Kapitäne, die mit euch ziehen mögen. Wir werden euch das Holz liefern, was ihr braucht. Wir werden euch die Steine bringen, die ihr benötigt, und die Lebensmittel, so wie sie denn aufbringen können. Aranien wird seinen Teil dazu beitragen, Bahamuts Ruf niederzuringen. Und Palligan. Und die schwimmende Heptarchie. Und all das, was da kommt. Dann schwöre ich, dass wir unseren Teil dazu beitragen werden, um auch Aranien zu schützen. Schützt nicht nur Aranien. Es geht um ganz Aventurien. Wir alle vertrauen euch. Um nichts weniger. Habt Dank, ihr Helden. Bleibt noch, solange ihr mögt, am Hofe. Speist, trinkt. Bezieht euer eigenes Haus, was ihr bekommen habt.
Und dann brecht ihr gestärkt wieder auf in den Kampf. Wir danken euch. Ein neuer Morgen für Aranien. Und so könnt ihr wieder aufbrechen. Abelmir kann seine Verlobte wieder in die Arme schließen, die du so sehr lange nicht gesehen hast. Und euer eigenes Haus kann wieder bezogen werden. Unten könnt ihr selbstverständlich neben den spielenden Kindern auch Igna, Sohn des Artogrosch, vorfinden. Den langen Gefährten, vor allem von Jarlan und auch von Abelmir, als ihr in die schwarzen Lande gezogen seid, den Stab der tausend Augen gesucht habt, damals zum ersten Mal mit Igna. Und an seiner Seite, neben den spielenden Kindern, könnt ihr auch den mittlerweile dreijährigen Albiron von Gareth erkennen, der dort mit seinem blonden Schopf zwischen den anderen tulamidischen, aranischen Kindern spielt und eine vergnügliche Zeit hat. Wie reagiert er auf Ippolita? Die ist ja auch bei uns. Erst einmal gar nicht, denn seine Mutter kennt er ja nicht. Okay, ja, hätte ja sein können, dass er trotzdem... Ippolita schaut mehrere Male mit zusammengekniffenen Augen etwas genauer hin. Aber sie sagt nichts. Albiron selbst kennt seine Mutter aber gar nicht. Und Ippolita weiß nicht, dass Rahaya ein Kind hatte. Richtig, weil sie zu der Zeitpunkt im Exil war. Aber weißt du, wer es bestimmt weiß? Nahema. Nahema ist zum Glück weit, weit weg. Und denkt darüber nach, was sie dagegen tun könnte, wenn du ihr sagst, dass sie an dem Pulver riechen soll. Du hast aber schon gesehen, dass ihr ein kleines Mädchen namens Nahema rumläuft, oder? Ja. Die Frage ist eher, ist Jalans Frau noch hier? Nein, die ist abgereist. Goddammit, ich hätte mir gewünscht, dass die jetzt irgendwie Zulamin die Leviten liest. Nein, die ist abgereist, zurück in die eigene Baronie. Du meinst Ex-Frau. Der Deal war, bis dass der Tod uns scheidet. Und Jalan hat keine Glocke gehört. Also ist das Wort auch nicht Witwe, ja? Wort ist nicht Witwe, exakt. Ich wette, die hat sich jetzt schon einen neuen geangelt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und deswegen schickt Jalan Travigor los, sobald der letzte Tag gekommen ist. Und er watscht die Frau einmal links und einmal rechts.